Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sonntag. Ich bin seit 10 Minuten wach oder so, so sehe ich auch ungefähr aus. Calvino und Bernd auch, die sind gerade mit dem Hund spazieren. Und ich mache Frühstück. Oh, Entschuldigung, also immer schon mal mit dem Gähnen, ne, bei mir in den Videos. Schaut mal im Hintergrund, die Küche. Sie ist provisorisch fertig, weil wir noch Schränke erwarten, die immer noch nicht da sind. Aber wir können wenigstens einräumen und so, das ist super. Und Frühstück machen. Also Brötchen sind im Backofen, können wir endlich wieder selber aufpacken. Und ich wollte uns jetzt Rührei machen. Dafür brauche ich Paprika. Dann nehme ich hier diese Spitzpaprika. Eine Zwiebel, die ist aber im Wintergarten, und Tofu. Für das Rührei nehmen wir normalen Tofu und immer den vom Netto, der schmeckt uns am besten. Und für den Speck nehmen wir den Räuchertofu, auch vom Netto, und eine Paprika, und dann holen wir noch eben die Zwiebeln. Ja, ich habe nicht so gut geschlafen. Ich war irgendwie um 3 Uhr wach. Bis, also 2:30 bis 5 oder so 4:30. Magen-Darm-mäßig war ich wach. So, um das nett auszudrücken. Ja, aber egal. Heute gehen wir in die alte Wohnung und machen da ein bisschen Klarschiff. Gestern waren wir auch da. Gestern gab es ja keinen Vlog. Denn gestern gab es ja den Foodhall. Da habe ich mal einen Tag Vlogpause gemacht. Aber gestern haben wir da im Garten gewerkelt, Bernd und ich. Also Bernd hat gemäht, Rasen gemäht. Wir hatten noch Kartoffeleimer, die habe ich dann geerntet. Also wir haben noch einen ganzen Eimer Kartoffeln bekommen aus unserem Garten. Und Zwiebeln haben wir auch noch ein paar bekommen. Ja, und dann habe ich hier gestern halt noch Kisten ausgeräumt. Bis um 9:30 abends, aber dann konnte ich wirklich nicht mehr vor. Mir taten so die Füße weh von diesem ganzen Hin- und Herlaufen. Ich glaube, das ist das enorme Gewicht, was ich mittlerweile mit mir rumschleppe, dass ich einfach nicht mehr so gut laufen kann. Also ich kann laufen, aber mir tun halt abends dann echt die Füße weh, ne? Ja, egal. Ja, wie gesagt, heute starten wir ganz gemütlich in den Tag. Schön frühstücken erstmal und so um 11 oder so. Fahren wir in die Wohnung, machen dann da weiter. Es ist mittlerweile 14 Uhr fast. Ich habe hier so viel gerödelt jetzt. Ich bin doch hier geblieben. Bernd ist mit seinen Eltern in die alte Wohnung gegangen und die machen da alles fertig. Die müssen dann noch ein Stück tapezieren und ja, sowas alles. Ich war jetzt gerade mit dem Hund. Die Spülmaschine läuft zum gefühlt 100. Mal, weil ich alles einmal noch so, nicht alles, aber einiges einfach noch mal so durchspülen möchte. Und ich drehe jetzt mal die Kamera um, damit ihr mal seht, was sich hier getan hat. Also es ist immer noch etwas chaotisch, aber man kann langsam entdecken, was wohin gehört. Also da ist halt die Küche, Esszimmer und hier ist halt das Wohnzimmer. Es sind überall noch ein paar Kisten, aber man kann durchgucken durch den ganzen Raum. Es standen ja Kisten bis hier oben und die sind jetzt halt noch, die müssen entweder auf dem Dachboden oder eine Etage höher. Hier muss der Bernd noch den Fernseher alles anschließen, dafür muss er aber erst das Loch hier bohren, dass wir den aufhängen können, den Fernseher. Ja, es wird. Also das meiste, was jetzt hier an Kisten noch steht, das muss einfach nach oben. Unglaublich, dass wir das jetzt so schnell, gestern waren ja die Menschen nochmal hier vom Umzugsunternehmen, die haben die Küche aufgebaut und die Möbel an Platz und Stelle gestellt. Ich meine, es sind immer noch ein paar Sachen an der Küche, wo wir sagen, schade, das hätte besser laufen können, aber ja, am Ende war es uns jetzt auch egal, Hauptsache es wird fertig und wir können die einräumen und benutzen. Egal. Jetzt gehe ich mal mit euch nach oben, denn ich hatte den Staubsaugerroboter unter das Familienbett durchgejagt, weil das ist ja 2,80 Meter breit, da kann ich ja nicht, mit dem normalen Staubsauger komme ich da nicht runter. Wir gucken jetzt mal, wie weit der gesaugt hat. Gehen wir mal. Ich
Ich habe hier extra den Karton vorgestellt, weil ich nicht wusste, ob der anhält, wenn er da an der Stufe kommt. Jetzt ist die Frage, ach, das ist ja bestimmt unterm Bett stehen geblieben. Pass mal auf. Akku leer unterm Bett. Katastrophe. Fürchtet. Wo ist er? Da. Ah, ich komme dran. Ja. Und? Ja, ist schön. Schön sauber. Unterm Bett. Keine großen Staubwolken. Und ja, ist ganz schön voll hier. Schaut mal. Sogar ein Gummi hat er rausgeholt. Hauptsächlich Hundehaare, ne? Ja, egal. Hat er super gemacht, der Staubsauger. Sehr zufrieden. So, dann kann ich den wieder aufladen und leer machen. Was sind da viele Lichter auf dem Sofa? Ich habe jetzt alles so Decken aufs Sofa gemacht. Alles so bunte, was ich so hatte. Er fühlt sich wohl. So. Ja, und als ich heute Nacht wach war, da habe ich hier noch ein bisschen eingeräumt im Hauswirtschaftsraum. Hauptsächlich hier so die kleine den kleinen Vorratsschrank. Viel ist das ja nicht, was wir da haben, aber ist egal. Und Putzsachen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Spülschwämme habe. Egal, sie sind da. Nach und nach werde ich die schon aufbrauchen. Jetzt habe ich hier noch eine Kiste mit Vorräten. Wir hatten in der Küche ja früher immer eine Schublade, wo so Sachen gelagert werden. Hier Rotkohl und Sauerkraut und so. Die werde ich jetzt mal versuchen rüber zu ziehen. Dann räume ich die auch noch aus. Ja, nehme einen Rotkohl nämlich raus und Erbsen und Möhren, denn heute gibt es bei uns Rouladen mit Klöße, Rotkohl und Erbsen und Möhren. Dann ist sie auch nicht mehr so schwer. Jetzt erzähl, was haben wir heute alles gemacht? Alles. Alles. Geäutert. Die Schule sind auch. Oh, wir sind fix und fertig. Derby-Sieger. Derby-Sieger? Derby-Sieger. Der Körper tut weh an Stellen. Runter. Wo wir keinen Körper mehr gedacht hätten zu haben. Wenig. Jau! Die mehr als sonst. Das Video aus unserem wunderschönen Haus. Ich gehe jetzt in die Wanne, ganz entspannt. Der Bernd leistet mir Gesellschaft, hat er gesagt. Ein Quietschehund auch. Und ja, vielleicht vloggen wir ja morgen wieder. Nein. Lass uns überraschen. Bis morgen. Tschüss.